Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich bin Metal Mario Master. Und ich bin gerade voll verwirrt. Du warst doch gerade hier. Wie bist du denn so schnell da unten gekommen? Ich bin die Treppe runtergegangen. Ich habe ja gerade die Uhr hier hingehangen. Wollte nochmal jetzt zurück zum Master und auf einmal ist er ja weg. Ist aber eine Etage unter mir. Nein, ich bin einfach die Treppe runtergegangen. Ich weiß gesehen. Nicht, was du hast. Na gut, ja, willkommen zurück zu Raft. Also hab ich schon mal Daniro erfolgreich für den Part verwirrt. Nice! Ja. Haben wir gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Habe ich jetzt schon Ziel erfüllt. Ja, apropos Ziele. Wir müssen mal endlich dahin. Zu diesen einen Ding. Moment. Erstmal muss ich diesen Vogel hier abschießen. Ich weiß nicht, ob wir ja fertig waren auf der Insel, aber wir gehen jetzt auch mal weiter. Wir waren fertig, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben übrigens wieder was Neues. Wir haben neues Hähnchenfleisch. Ja. Ich dachte, ich muss das noch mal so raus in die Welt posaunen. So. Ja, und die Federn kommen natürlich sofort in die Presse. Weil unsere Presse ist nämlich leer. Wir gehen genau wieder vorbei. Wir müssen um die ganze Insel erstmal wieder rum. Oh. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar. Was denn? Wir brauchen mindestens 6 Motoren. Wie bitte? Wenn wir 6 Motoren haben, dann können wir anscheinend einen Fluss von jeder Größe bewegen. Von jeder Größe? Also ja. egal, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Fluss hier vergrößern würde. Ja, dann könnten wir es. Wir bauen nur 6 Motoren angeblich. Dann können wir einen Fluss von egal welcher Größe hier bewegen. Ich glaube, darauf sollten wir zuarbeiten. Wir bauen noch 2. Ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, aber ich habe irgendwie. Letztens habe ich heimlich mal 2 gebaut. Ja, also ich habe die 4 schon gesehen. Also wir haben 4 Motoren. Ja, wir brauchen Kunststoff, Kupferbahn und diesen Glibber. Das einzige Problem ist, glaube ich, der Kunststoff. Ja. Ja, ich glaube schon. Deswegen sollten wir erstmal so ein bisschen wieder Materialien sammeln und ich werde in der Zwischenzeit auch noch ein wenig fischen. Obwohl, ich glaube, wir haben genug. Kupferbahn, 2 und ein Glibber. Warte, ich mach das mal, ne? Kupferbahn. Ja. Ich hätte mir jetzt auch noch hier welche herstellt. So, Kupferbahn haben wir mehr als genug. Ich fische gerade nur. So, 2 Leiterplatten abgeschlossen. Ja. Übrigens, wir fahren genau auf Loot zu. Okay. Nein, uns fehlt Metallbarren. Jetzt sagen wir nicht, wir haben keine Metallbarren mehr. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass uns das irgendwann mal ausgehen würde. Hättest du daran gedacht? Nochmal zurück zur Insel. Obwohl, egal. Nein. Nein, wir drehen jetzt nicht um. Vielleicht reicht der 5. Motor auch schon. Vielleicht haben wir noch nicht so viel. Ich sammle hier mal Materialien ein. Ah, ich muss jetzt wieder gucken, wo wir den hinpacken. Wahrscheinlich hier, ne? Und außerdem, ist mal zur Zunge verknotet, dankeschön. Was ich sagen wollte, wenn wir so eine kleine Insel finden, können wir ja da auch noch mal gucken. Und nebenbei können wir dann auch noch nach Schrott suchen. Und du weißt, was ich meine. So, also die Farbmühle ist halt, wollte schon sagen. Ach, jetzt brauche ich wieder. Ich erstmal wieder hier, obwohl Kunststoff brauchen wir ja nicht mehr. Ich sammle Kunststoff. Wir werden den Kunststoff brauchen für Flaschen. Ja. Damit wir uns Sauerstoffflaschen machen können. Nein, komm her. Nein, jetzt auch schon wieder. Jetzt mal wieder hier was da rumbauen, damit er nicht weggefuttert wird. So. Du hast dich sehr, sehr gut informiert. Ich kann nichts dazu beitragen, tatsächlich. Ja, ich will halt aber mal wieder vorankommen hier ein bisschen. Ich weiß nicht, in der wievielten Folge sind wir jetzt? In der 37. Wollte ich jetzt nicht. Könnte sein, ja. Nein, also ich finde, wir haben schon ordentlich was erreicht. Ich meine, wir haben unser Überleben gesichert. Das haben wir auch schon früh geschafft. Und wir haben bessere Waffen. Okay, das haben wir auch früh geschafft.
So. Jetzt mache ich wieder ein paar Planken. Wo? Ich sammle. Boah. Aber Plankenproblem ist ja gelöst. Wir haben mal eine ganze Dingens voll jetzt. Die ganze Plantage haben wir jetzt. Aber ich finde, wir brauchen immer noch mehr. Aber ich sammle natürlich weiterhin hier Ressourcen, ne? Auch für die Grills und auch für die wie heißt es, für die Schmelzen. So, guck mal. Wow, in dem Fass waren zwei Planken und zwei Palmblätter drin. Oh. 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 Ich sehe Fortschritt. Oh. Fortschritt. Oh mein Gott, die drehen sich ja voll schnell. Ja. So, wow. Wow, 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 wow. Können wir jetzt vernünftig steuern? Oh, guck mal, wie schnell. Wow. Hey, damn. Okay, die Wellen sind jetzt krass. Das Fass. Nein. Da schnapp ich mir. Oh mein Gott, wir können jetzt steuern, wo wir mal wollen. Ah, oh, das Fass. Ich hab's. Boah. Oh mein Gott. Wir haben jetzt ein Motorboot. Ja. Jetzt können wir überall hin schwimmen, wo wir wollen. Daniro. Ja. Setz die Segel. Machen wir noch gar nicht 6 Motoren. Dann setz die Motoren. Macht man das so? Oh. Oder steuern ins Gefällfähigst auf eine gute Insel. Ja, ich bin schon. Ich will jetzt endlich mal den Weg hier zu Blauen machen. Wow. Na, wir müssen nur geradeaus jetzt. Ja, bist du denn sicher, dass du weißt, wie man fährt? Ich frage, weil du keinen Führerschein hast. Ja, aber das ist ja kein Auto hier. Du brauchst auch für ein Schiff brauchst du auch einen Führerschein. Ja. So. Oh, ich bin am Funk an sich gerade. Schnell eine Suppe. Wieder hast du nicht fett. Hast du nicht noch den Lachs? Nö. Hast du den Lachs echt schon aufgefuttert? Ich glaube ja, schon der letzte Folge. Na hier, du kannst auch hier die Schenkeln hier nehmen. Mach ich gleich. Ja, jetzt muss ich erstmal trinken. Die Suppe hat mir nicht genug Flüssigkeit gegeben. ich schmeiß ein paar Fische auf den Grill. So. Om nom. So, boah. Und ich habe ganz viele Palmblätter. Boah, können wir alle in die Presse werfen? Wenn die blöden Wellen nicht hier gegen uns kommen würden, ne? Ja, natürlich noch besser. So, Presse ist wieder im Einsatz. Ich weiß nicht, ob wir immer die Motoren hier annehmen werden. Ich weiß nicht. Und wenn unsere Planken ganz schön schnell verbrutzelt. Ja, ich weiß. Deswegen. Ich habe mir schon die ganzen Planken, die ich gerade eingesammelt habe, schon ins Lager reingetan. Genauso wie den Kunststoff. Also irgendwas Blaues auf der Karte. Das ist nur 400, 500 Meter entfernt. Das lass mal da erstmal hingehen. Ja, steuere darauf hin. Wäre da schon wieder ein Schiff. Wow. Wenn da schon wieder das Schiff ist, dann schrei ich. Oh, guck mal, wie schnell wir da hingehen. 8, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. ist gut. Ist doch gut. Machen wir da einen kleinen Abstecher. Freuen Sie sich. Obwohl, warum? Wenn da ein Schiff ist, dann können wir nochmal da reingehen wegen den Schrott und so was alles. Ganz schnell. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ja, gucken wir, das ist. Oh, da sehe ich was. Ich glaube, das ist wieder der Radioturm. Ich sehe da ganz hinten so ganz. Ich sehe so die Outline hier von der. Die Silhouette von so einer Antenne oder so, glaube ich. Okay. Oh, Fische sind fertig. Cool. Gut, ich muss jetzt erstmal Fische mampfen. Ich sehe auch die Silhouette. Ich sehe sie jetzt gerade. Ja, komm her, ein Stück.
Hast du was eingesammelt? Nee, das ist verschwunden bei mir. Was? Da waren noch gar zwei Fässer. Ja, eins habe ich eingesammelt. Aber ein anderes verschwunden. Das andere habe ich eingesammelt. Okay, das andere hab ich. Ewig verdurste. Oh. Ja, und was macht man, wenn man verdurstet? Man isst erstmal Wassermelone. So. Und wir können ja auch noch mal zum Radioturm hingehen. Können wir ja noch mal hingehen. Weiß nicht, gab es da irgendwie was interessantes? Vielleicht ein paar Planken, noch ein bisschen Schrott. Ja. Kann mich nicht mehr erinnern, schon so lange her. Ich auch. Aber vielleicht finden. Aber ich weiß, was wir da auf jeden Fall kriegen. Was? Eine neue Kapitänsmütze. Warte, die war doch beim war nicht beim Schiff. Bei dem kleinen Kapitänsschiff. Ja. Dieser kleine Insel. Ja. Ach so, das ist diese Bohrinsel. Ja, ja. Auch mal ganz kurz hingehen. Ja. Nein, meine Axt ist kaputt. Muss ich erstmal wieder anfangen, hier Sachen zu pflanzen. Ein Bolzen brauche ich, oh Gott. Metallerz. Müssen wir auch gucken. Da sind wir nah genug dran. Wir gehen ein bisschen daran vorbei. Ja, wir gehen daran vorbei. Ich war gerade damit beschäftigt. Ich muss hier so ein paar Rüben pflanzen. Die gleiche Insel, ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ist das die gleiche, die wir waren? Ja, ne? Ja, ne? Tu mal den Anker bitte. Tu mal bitte den Anker lichten. Ja. Okay. Anker ist gelichtet. Na, Motoren abstellen. Oder. Motoren abstellen. Oder verbrauchen die nichts. Ich halte du die auf der anderen Seite ab. Tun die überhaupt hier was verbrauchen? Die bewegen sich kaum. Ich habe sie ja gerade abgestellt. Ne, aber die bewegen sich ja jetzt gerade nicht. Deswegen. Na gut, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt gerade die Planken da reingesetzt. Vielleicht gibt es ja hier unter Wasser irgendwas. Auch mal Schrott. Schau mal nach. Vielleicht kann man hier ja ganz tief runtertauchen oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich muss erstmal wieder einen Weg hochfinden. Ich sammle den Schrott hier ein. Ah, stimmt, unter Wasser kann man ja auch ein bisschen, ja. Mhm. In den Gebäuden rum, sehe ich gerade. Ah, du bist schon hier, dann gehe ich ein tiefer. Nee. Letztes Mal konnte ich ja nicht so lange unter Wasser bleiben. Also hier ist nichts. Oh, hier ist Schrott. Oh, den kann man einfach nehmen. Ausgezeichnet. Schrott ist gerade so wichtig. Ja, ich muss mir gleich einen neuen Schrott-Dings herstellen. Schrotthaken. Sieh nur zu, dass du da unten nicht absäufst. Ich doch nicht. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Das war, wo du gerade warst. Das ist auch noch Schrott. Was haben wir hier? Ach, das ist ein Stein. Ein Telefon unter Wasser. Nein. Oh, hier unten. Telefon. Mit Steine, ja, ne. Eine Menge Steine hier sind hier. Kommen da nicht drauf. Okay, ich bin drauf. Dann gehe ich auch mal nach oben. Kunststoff. Freeload, alles einsammeln. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich
gehe hier. Hat geklappt. Also wirklich viel ist hier nicht. So, Schrott. Kunststoff, Kunststoff. Schrott. So, I got you, Bruce. I got you, Bruce. Hallo, Bruce. B2. Took boat, won't be back. C1. Dame auf was? E5. Ach so, das ist ein Bauplan für eine Stehlampe. Was? Nee, für eine Stirnlampe. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, aber die haben wir schon. Ja, ja. Mit. Ja, wir waren ja hier schon, ist klar. Ja, ich weiß. Ich will mich hier trotzdem nochmal umsehen. Took boat, won't be back. Ja. Hier über dir. Ich gucke gerade. Ich habe hier nichts weiter gesehen. Und irgendwie sehe ich auch nicht gerade den Weg, wie ich nach oben kommen soll. Ja, da war ein bisschen tricky irgendwie. Da bin ich auch irgendwie nur so. Ah, ich sehe schon. So ein bisschen geglitscht drüber gekommen. Weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe es, glaube ich, jetzt gerade auf dem offiziellen Weg geschafft. Wie denn? Ich komme gar nicht da hoch, wo du bist. Ist eine Treppe irgendwo? Du musst diesen Notausgang. Alter. Nee, dann bist du dann bist du irgendwann auf dem Dach drauf. Auf und versuch dann mal vorsichtiger auf der Stange da lang zu laufen. Ach da. Und dann musst du halt mit einem ziemlich tricky Sprung musst du dann auf die Leiter springen. Ah. So. Ich bin yes, da ich hab's geschafft. Ich bin, glaube ich, letztens irgendwie da auf die Lampe irgendwie da drauf gesprungen, von da aus da hoch. Nice. Ah. Ich war ja beim letzten Mal nicht oben. Ja. Gucken wir die. Na komm, wir sind Jump'n'Runner. Hier, siehst du? So, nun. Oder. Okay, das sieht ziemlich offiziell aus. Ich habe so viele Umwege genommen. Du kannst mal die eine sehen, die da oben ist. Ist immer noch da? Ja, muss jetzt wieder ansprechen. Ja. Recycler. Ja. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Können wir ja auch mal mitspielen hier mit ihr. Wir haben sie ja freigeschaltet. Ich weiß. Ja, let's head out. Und jetzt bubbles. Und dann können wir ja wieder gehen. Ja, ich habe jetzt auch noch mal den Plan eingesammelt. Kann ich ja einfach schmeißen. Ja. Geronimo! Oh. Boah, ich hab's geschafft. So. Na gut, okay, ich meine, ein bisschen Schrotter hab ich noch eingesammelt. Aber wie gesagt, ich schmeiß die beiden Pläne mal in den Abfalleimer. Oh Gott. Bist du auch wieder auf dem Fluss? Ja. Sehr gut. Warte. Ich tue hier Pflanzen. Und. Ja, wir brauchen noch so ein Wasserspender hier für die Bäume. So ein Spender. Ja. Wie heißen die? Reiniger. Na, so ein Sprinkler. Oh, der Sprinkler braucht sogar gerade Wasser. Ich brauche immer 8 Dinger und das Ding gibt, glaube ich, 6. Das ist nicht genug für all die Bäume hier. So, wieder gepflanzt. Ich schaue mal nach, was man für den Sprinkler alles braucht. So, immer noch mehr als genug. Kunststoff, Bolzen und Leiterplatte. Ja, da ist es schon. Wir brauchen Bolzen dafür. Und davon brauchen wir 2. Ja.
Hey, und wir haben im Moment kein Metallerz. Ja, den würde ich ehrlich gesagt sparen für den letzten Motor. So, kannst du mal den Anker bitte hochmachen? Ja, sicher doch. Dann. Oh, ich... Und wir können auch gerade keine Suppen machen. Ja, Suppen haben wir mehr als genug. Brauchen wir jetzt nicht. Ich dachte, du sagst immer, wir können nicht genug Suppen haben. Na, jetzt haben wir genug. Apropos, ich hatte heute Kartoffelsuppe. Lecker. Lecker. Gott, die Batterie geht mal leer von dem Ding. Ja, ich muss auch wieder hier wieder ein bisschen pflanzen. Muss mal wieder in die richtige Richtung hier steuern. Aber irgendwo noch eine Batterie. Glaube ich, ja, ich glaube, wir haben alle aufgebraucht. Okay. Ich mag jetzt mag ich die, ich mag die Sprinkler jetzt auf einmal. Motor eingeschaltet. Anker gelichtet. Setzen Sie die Segel, Daniro LP. Boom. Boom. Und jetzt. Boom. Boom. Wow. Schnell sich da bewegt. Das nennt man Fortschritt. Warte mal, sieht Daniro. Man das? Ich muss ja, mal, ich sehe es doch. Okay, jetzt stottern sie wieder. Ja, weil ich jetzt abgestellt habe. Ich wollte mal gucken, wenn man die Geschwindigkeit deutlich merkt. Also, oh ja. Merkt man die? Ja. Vorhin die Planken vorbeigezogen. Ja, aber wo Planken? Da, es waren keine Planken im Kochtopf. So. Wenn wir jetzt nur geradeaus gehen, dann werden wir eventuell irgendwann mal erreichen. Ausgezeichnet. Ich nehme mal ein Dutzend Planken mal mit. So. Ach, dann musst du wieder looten. Ach, du musst den wieder looten, sonst Headbank mir ein bisschen die Ewigkeit. Das war einfach ein Schuss für die Ewigkeit. Die Ewigkeit. In der Steinzeit. In der. Ja, ich bin aus der Zukunft. Ich aus der Vergangenheit. Was wärst du lieber? Zukunft oder eher Vergangenheit? Ah, Zukunft. Nee, Vergangenheit. Wieso das denn? Früher, mein Bester, früher war alles besser. Da gab es Dinosaurier. Und andere coole Tiere. Die ein essen wollen. Kannst du bitte mal die Möwe ja looten, sonst headbangt die ja bis in die Ewigkeit bei mir. Ach, ist schon wieder bei dir am Headbangen? Ja, und die hört einfach nicht auf. Ah, oh, danke. Bitte sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist hier alles voll in den Netzen. Oh ja, sammle die Netze ein. Joik. Oh. Aber ich nehme doch dieses Fass mit, was einfach so durch unser Floß hier glitscht. So, ach so, das Ding habe ich noch gar nicht platziert. Wo packe ich denn jetzt den Farbspender hin? Ja, ja, ja. Erstmal mampf ich hier die ganzen Kartoffeln. So. Das heißt, wir haben so ungefähr, wir haben noch unter 500 Dinger dann anscheinend. Weil da tut ja jedes Mal 100 Dinger hier befördern, die Motoren. Ja. Das heißt, wir haben 400 noch was. Ich will jetzt mal erstmal anfangen, hier das ganze Rohmaterial, also Palmblätter, Federn und Steine, werde ich da jetzt auch mal in die Presse werfen. Ja, wollte ich gerade sagen. Werfen habe ich gerade getan. Ich habe auch ein paar Palmblätter, kann ich auch rein tun. Dann schmeiß einfach alles rein damit. Oh, ich mache mal ein paar Seile. Eine Palmblätterladung. Ja, warte, ich tue die Seil, wenn ich mal habe, dann rein. So. Haben wir noch Kokosnüsse. Also, Kunststoff, der kommt da mit rein. So. Haben wir 2x20. Planken kann ich gerade nicht loswerden, weil da kein Platz drin ist. Ich nehme mal eine Ladung Ananas mit, weil wir
Nimm ruhig. Oh mein Gott, hier ist so viel Loot drin. So. Ich sehe schon, das nächste große endlose Projekt von Daniro wird Animal Crossing. Ich habe ehrlich gesagt darüber nachgedacht, immer wieder anzufangen zu spielen, ehrlich gesagt. Also wenn Raft dir jetzt nicht dabei geholfen hat, dann weiß ich auch nicht. Hm. So, sind wir schon wieder nicht auf Kurs. Ich bin dann die ganze Zeit genau in die Richtung, jetzt aber wieder. Ich musste gerade hinter die Motoren gehen, weil ich da gerade fast gesehen habe. Aber dass ich unbedingt noch einen fangen musste. Sogar wenn einer von uns jetzt hier über Bord geht mit der Geschwindigkeit, ne? Ist mir schon passiert, aber ich habe zum Glück schnell wieder aufgeholt. Da muss man wirklich sagen, halt an! Ja. Mann über Bord. Alle Mann von Bord. So. Und dann hier spitzköpfiges Projektil nähert sich Backbord. Denn Plankton hat gewonnen. Der gewinnt nämlich immer. Ich will dir ja nicht die Freude verderben, aber eigentlich verlierst du immer. Nein, SpongeBob, ich bin wirklich stets der Gewinner. Na, seit wann sind sie denn in Plankton drin? Ein guter Trick, nicht wahr? Ich habe gerade meine eigene Formel gestohlen. Und hast du auch schon mal deine eigene Formel gestohlen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich erst letzten Donnerstag, ne? Ja. So. Die Suppe ist fertig. Ich eine weitere. So. Rein mit dem Palmblätter, mit dem Stein. Ey, und ein Müllwürfel ist fertig. Cool. Ich hab jetzt gerade gesehen, wie die rausgekommen sind. Das sah ja voll knuffig aus. Warum bewegen sich unsere Motoren jetzt nicht mehr? Haben die etwa keine Planken mehr? Oh, das könnte vielleicht sein. Oh ja. Das ist tatsächlich. Die haben keine Planken mehr. Okay, kein Problem. So. Ja, Wollte schon sagen, wir haben ja nichts gebaut, oder? Nein. So, einer von denen war gerade leer. Ich fülle einfach alle auf. Ja. So, hier auf die Seite. So, jetzt geht's wieder los. Oh. Da geht's wieder. Hier ist noch ein bisschen was. Was denn da? Noch ein bisschen rein. Okay. Aber wir sind heute mit dem Planken wieder anfangen. Nein, da müssen noch Planken rein. Da ist alles voll. Und da ist alles drin. Okay, ich habe. Okay, wir haben alles. Oh Gott. Ich bin. In ein Ankerloch reingefallen. Ich bin genau da reingefallen vom ersten Stock. Oh. Das sah gerade sehr seltsam aus, wie du gerade wieder reingekommen bist. Oh, das Teil braucht Wasser. Schau mal bitte kurz nach, wie es den Tieren geht. Ja. Und ob die genügend Wasser haben. Ich muss mich jetzt gerade eben um die Ernte kümmern. So. Du bekommst Wasser und Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Oh nein. Oh, noch nein. Boah, noch nein. So. Wasser, 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 Wasser. Ich sollte mich heute auch noch bereit machen tatsächlich. Es kommt nämlich auch, René wird nämlich heute noch eine kleine Auslosung machen. Für ein Yu-Gi-Oh! Turnier. Ja, habe ich gesehen. Ich mach mit. Ich sehe übrigens da hinten eine kleine Insel. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Metallerz sammeln. Sie auf dem Weg. Ja. Wenn du mal guckst. Ja. Oh, und ich sehe gerade, dass ich hier die beiden Räder hier sich nicht in die gleiche Richtung drehen. Doch. Nein. Das eine dreht nach rechts, der andere. Nein, so jetzt. Da haben wir schon die kleine Insel. Wir können da halten.
Also und mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein bisschen Metallerz kriegen. Ja. Ja, natürlich nur, wenn du willst. Müssen wir es nicht. Ich schlag's dir nur vor. Ich muss dann immer wieder den Kurs ändern. Haben denn die Tiere genügend Wasser? Ja. Ja, und zu fressen haben sie gut. Und wir wollen ja nicht, dass der Weges drauf geht, ne? No, Anker bitte. Anker wird gelichtet. Auch wenn der Weges sagt, dass man ihn tötet, dass er getötet werden möchte, das tun wir natürlich nicht. Lass mal gut schlafen gehen. Ja, warte, lass mich eben die drei Sachen füllen. Oh, Motor abstellen. Motor ja, abstellen. Genau, stell mir bitte die Motoren ab. Dann habe ich als. Ich hab noch nicht alle Rüben platziert. Wie kann ich nur? Jetzt brauche ich auch noch eine Rübe. Warte, Moment, ich habe ja noch Rüben. Ich hab so viele Rüben. Rüben. Ja. So, einmal schlafen gehen. Ja, bitte. Ja, boah, Hilfe. Siehst du meine Uhr? Die ist schön. Jetzt nicht, ich liege im Bett. Ja. Ich bin schon wieder oben. Alter, diese Palmen. Sie ragen in unsere Bude rein. So, Metallerz bitte. Schrott können wir ja auch nehmen. Ich guck mich mal auf der Insel um. Du dich hier unten um. Ja. Und vielleicht finde ich da oben ja eine Kiste. Also viel Schrott. Und hier ist absolut gar nichts. Das ist Kupfererz, ne? Ja. Aber hier ist noch Wasser. Ich nehme eine Wasser. Das ist wie ich. Ich habe heute noch kein Hai getötet. Ach, ich bin wieder zu. Immer so. Der Schrott ist ja mehr als genug. Okay. Soll ich mal eben für dich den Hai erledigen? Das ist Metallerz. Oh, zwei. Nein, jetzt ist mein Ding kaputt. Warte, ich hab noch einen, oder? Ja. Ja, komm. Wenn du mich auch um das Erz, ich mach für dich hier den Weg frei. So, zwei. Kann man ja ganz tief runtergehen irgendwie. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Du weißt genau, wie es geendet hat. Aber ich habe doch einen Taucher. Er wird dir nicht viel nützen. Oh, mehr Metallerz. Alter, was ist mit dem Hai los? Weiß nicht. Der futtert die ganze Zeit Holz. Weiß nicht, was mit dem los ist. So, drei. Die ganze in seiner Angriffsphase rüber, obwohl ich nicht mal in seiner Nähe bin. So. Alter, jetzt stirb doch mal, du. Nein, das gibt's nicht. Was ist los? Mein Speer ist kaputt und ich bin gleich tot. Nein. Ich bin so beschäftigt, Erz zu sammeln. Muss ich mir auch noch einen Speer machen? Ah, ne, warte, halt, ich hab noch einen halb kaputten habe ich noch übrig. Wo bist du, Missvieh? Du Missstück, komm her. Noch mehr Metallerz, boah. Aber leiten sich den Hai. Ja, ich bewege mich auf den Hai zu. Oh, vielleicht kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken. So. Sag mal, jetzt schwimmt der weg? Oh Gott, jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Das war jetzt nicht gut gewesen. Es wird Zeit für die Heilsalbe. Heilsalbe. Aber. Wer ist fähig? Gib mir diese Muschel. Puh. So,
So, ich habe 8 Metallerz gefunden. 8 Metallerz? Naja. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht. Mal ganz Zeug hier drin einsammeln. So. Ich nehme mal ein bisschen Ton raus und ein paar Eier und daraus mache ich mir eben Heilsalbe. Halbe und dann erledige ich jetzt noch eben diesen blöden Hai. Genau, jetzt und dann. Na denn, denn warum natürlich diesen blöden Hai? Ja, genau, sowieso jetzt weg. Du Miststück. Da ist er. Da ist er, dieser ekelhafte. Okay. So. Da ist jemand aufs Floß gekommen, habe ich gehört. Na, warte. So. Unser Holz wieder fertig. Jawohl. Ich wünsche, die Axt würde ein bisschen schneller hier als abhauen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gott. Aber hey, wir kriegen da Luft durch Planken. Das ist doch auch gut. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Kupfer gefunden. Du hast eine Kiste. Ich tue es in die Kiste, genauso wie die Metall. Wir kriegen auch die ganze Zeit Kokosnüsse, ja. Kokosnüsse? Kokosnüsse tun gut. So. Erstmal tue ich mal. Ach, hier sind die ganzen Fische drin. Da sind noch Samen drin. So. Denn wir müssen eigentlich sehr viel mehr Wassermelonen und all das hier müssen wir anbauen, damit wir immer genügend Samen haben. Ja. Müssen die mal verbrauchen, und so viel Wassermelonen und so, das werden wir niemals schaffen. Was braucht man für so einen Reiniger? Planke, Kunststoff und Glas. Lass mal. Was willst du dir so einen fortschrittlichen Reiniger noch machen? Ja, passt schon. Plötzlich einfach ein von hier nach da. So. Ich brauche mal 2 Ladungen für die Bäume. Das trinke ich einfach. Boom. Alter, mein ganzes Zeug geht langsam kaputt. Gut, mein Netzwerfer macht auch nicht mehr so lange mit. Ach so, er hat Platz genommen. In der Essenskiste. Nee, zumindest nee, nicht für das Zeug, was wir davon zu viel haben. So, dann tue ich schon mal wieder. Kannst du mal bitte den Anker entfernen? Dann können wir schon mal wieder weitergehen. Jo, entfernt. Ich nehme mal eben. Ich glaube, meine Batterie reicht aber nicht mehr aus. Nehmen wir eben hier ein paar Fische. Da, oh, meine Batterie ist leer. Scheiße. Batterie. Schrott, also ein Schiff fest, wir brauchen auf jeden Fall mehr Metallbarren, damit wir uns wieder neue Waffen machen können. Ja, 5 Stück haben wir. Okay, die Batterien, die brauchst du ja fast gar nichts für. Brauchst du Kupfer, Schrott und Kunststoff. Ja, warte, ich kann neue Batterien machen. Ich mach gerade eine. Okay. Mach am besten direkt mehrere. So. Ah, guck mal da, hier sind doch noch 2 drin. 2 volle?
Ja, zwei volle, da sind noch zwei volle drin. Ah, na gut, ich habe jetzt eine hergestellt. So. Wo sind die leeren noch mal drin? Die ist voll. Ist fast leer. Ich tu mal die. Die geht auch. Ist auch noch. Und auch noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen mal drin. So ganz kleines bisschen. Ich glaube, wir sollten mal langsam anfangen, die ganzen Batterien wegzuwerfen. Naja, lass die mal ruhig da drin. Hast du wirklich herausgefunden, dass man die aufladen kann? Nee. Ja. Aber man kann die ja trotzdem mal gucken. Vielleicht brauchen wir die ja noch. So, oh Gott, wo war ich jetzt schon? Gott, welcher war das denn jetzt hier? 1887er, ne? Ja. Warum geht das andersrum? Darum will ich. Ah. Nein, das war's. Ich schaute ihm hinterher wie einen verlorenen Sohn. Scheiße! Was ist los? Das war. Jetzt krieg ich's nicht mehr. Ne, ich hab's verfehlt. Na gut. Die Motoren laufen ja gar nicht. Ja, ich muss ja erst mal einen Kurs hier gucken. Ja, gib mir einfach das Zeichen, wenn ich sie einschalten soll. Ja, mach mal bitte. Motoren an! Oh. Motoren laufen! So, sehr gut. Ja, ich merk's. Oh. Müssen wir weiter in die Richtung, genau in die Richtung sind wir ja gegangen vorhin. Ja. Hauptsache, wir finden jetzt auch irgendwann mal eine neue Insel. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit. Wir werden ja die ganze Zeit gesidetrackt von so kleinen Inseln und so. Ja. Ich würde, wenn es geht, die ganze Zeit nur auf die Inseln losgehen. Du sagst ja immer so, oh, lass mal auf die kleine Insel. Ja, weil wir Erze brauchen. Ja, brauchen wir die im Moment, wenn wir die ganze Zeit hier drauf sind. Ja, wir brauchen im Moment sehr, sehr gut dolle. Wenn wir neue Inseln finden, dann kriegen wir vielleicht schon bessere Waffen oder so. So denke ich irgendwie. Hm. Weißt du, was wir da jetzt finden können? Willst du gerade wirklich meine Überlebensmethoden in Frage stellen? Ja, wir schaffen das schon zu überleben. Wir haben Essen, wir haben alles. Ah. Mach mal die Dinger wieder voll. Planke, Planke, Planke. Ich sammle jetzt mal eben die restlichen Samen. Eine. Planke, Planke, Planke. Sechs Motoren, ich glaube, ich spinne. Hey, du wirst verrückt, ne? Nee. Ja, er wird verrückt, Freunde. Okay, und ein steht fest, wir brauchen mehr Kartoffeln. Wir haben nicht genügend. Warum wir Kartoffeln? Wir haben eine ganze Box voll mit Melonen und was weiß ich nicht alles. Wir brauchen aber mehr Kartoffeln. Wir sind Deutsche. Na, okay, wir gehen super schnell. Nein, los jetzt gerade. Ja, ich merk's ja gerade. 1600. Immer der Sonne entlang. Meinst du, die Sonne bringt uns ein Ziel? Naja. So, warte noch. Erze werden gebraten. So. Komm, ich mach jetzt mal hier so eine ganze Rübenkiste und so eine ganze Kartoffelkiste. Hm. Ein Schiff jetzt, wir haben sehr viel mehr Rüben als Kartoffeln.
Was brauche ich denn hier nicht mehr? Ich werde mal das ganze Zeug, was im Abfallheim ist, also die beiden Baupläne für die Stirnlampe und den Recycler, die beiden Rezepte werde ich jetzt einfach mal löschen. Ja, mach das. So, und gelöscht. Ich habe so viele Wassermelonen, ich weiß gar nicht wohin damit. Essen. Als ob ich die alle essen könnte. Mit der Einstellung nicht, ne? So, ein damit. Das haben wir doch wieder mit Stahlerz. Stell jetzt hier nicht mal meine Einstellung hier in Frage. Ich habe eine einzelne Planke, kommt mit da rein. So, wow, wir gehen voll schnell drauf los. Boah, das ist super. Kiste. Jeder. Hier geblieben. Nein! Gut. Nein! Du Dieb! Du Dieb! Weißt du, was du bist? Dieben tust du. Ja. So. Hast du mich gerade als Dieb bezeichnet? Jetzt haben wir wieder 11 Metallbahnen. Ja. Ja, wir brauchen aber mehr. Oh, da hinten ist was. Sieh das an, ich sehe was. Was ist das? Das sieht mir aus wie eine Insel. Ist das schon die Insel? Sieh sie dir an. Ist das schon die Insel? Ahnung, das könnte sie sein. Nein. Oh, sieh mal, die Konstellation dieser Insel. Das ist unser Ziel. Nee, das ist eine andere. Die ist 300. Das ist eine grüne Insel. Sieht das aber anders aus. Insel, aber. Da will ich mir halt nur einen. Trotzdem. Das sind so riesige Bäume. Glaub, ja, aber das sind doch ganz andere Bäume. Steuer mal drauf zu. Naja, wir gehen mal daran vorbei. Da hinten sehe ich auch einen Handelsposten, glaube ich. Schauen wir mal. Was ist so fucking neblig? Lass mal schlafen gehen. Mit ja, sehen. Lass erstmal zu der Insel hin. Einmal wieder nach rechts drehen. Daniro, steuer das Schiff hinter die Felsen. Ich schon wieder den Kurs ändern. Von der einen sind immer noch 1000 Pferde. Das war halt ein bisschen schwimmen. Ja. Okay, bleiben. Sollen wir hier stehen bleiben? Nochmal weiter. Ein bisschen. So viel zu weit das Pferd. Ja, für lange Bäume. Ja, genau. Deswegen frage ich ja. Das sind auf jeden Fall andere Bäume. Das ist eine andere Insel. Also anders als die Insel, die wir bisher gesehen haben. Hm. 200 Meter. Ne? Hier sind Fässer. Ich will nicht wieder zu nah dran gehen, damit wir wieder nicht festhängen. Jo, ich dachte, das wäre nur so eine kleine Insel, aber das ist eine große. Hm. Schauen wir mal. Hier. Rosanna, steuer das Schiff hinter die Felsen. Oh ja, das Schiff hinter die Felsen. Nur wegen guten Ort zu suchen. Oder hingehen können. Boah. Da. Da sieht gut aus. Achso. Bisschen, ja, noch ein ganz kleines bisschen. Ja, weiter. Noch ein Stück. Die eine ist nur 1000 Meter entfernt. Ja. Weiter, 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 weiter. Aber ich mache mir jetzt erstmal eine Axt. Oh ja, die sieht definitiv anders aus. Deswegen. Hier, von stundenlang wirst du nun gequält sein von immer wiederkehrenden Albträumen von meinen gruseligen Geisterpiraten. In den Motoren noch voll. Keine Ahnung. Ich kann ich jetzt gerade nicht nachgucken, da ich gerade keine Planken habe. Okay. Das ist auf jeden Fall eine andere Insel. Soll ich mal halten? Ein bisschen noch. Sag mir, gib mir das Zeichen, wenn ich den Anker werfen soll. Ja. So. Ach, jetzt aber schon wieder abseits von da. So, okay, halt mal an, ja, bitte. Alles klar.
Ja, Motor das ist eine andere Insel. Wow. Was das für eine Insel ist? Kriegen wir da neues Zeugs für? Das alles könnten wir vielleicht in der nächsten Folge sehen. Na, so ein paar Minuten haben wir noch. 9 Minuten. Mann, meinst du nicht, das wäre nicht der perfekte Cliffhanger? Ne, alles klar. Ja, komm, wir müssen die Spannung aufrechterhalten. Na gut. Dann werden wir eben beim nächsten Mal sehen. Ja, was das wir für sehen Insel. Diese mysteriöse Insel sehen wir dann beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.